So, Twitch. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's, Habibis und Habibas? Jaren 50 sagt Danke für die, für all die Positivität, ganz viel Liebe. Thank you very much, Jaren 50. I like that, man. I love you, man. Wie ich wieder, love, bro. <laughs> oder Schwester auch an der Stelle ja weiß man ja nie oder das Schwesterchen an der Stelle wie geht's euch Leute alles gut Robo oh, Robo G 45 fragt wie es mir geht mir geht's so weit so weit so gut mir geht's gut Bruder bei dir mir auch Bre, sehr gut Robo G ich küsse dein Herz hier fällt mir die Marak ist auch in der Building was Papin G wie geht's Habibi wie steht's yes Bisschen Livestream auf jeden Fall heute wieder auf Twitch. Ähm, ich hoffe bei euch da draußen ist alles gut. Ich habe gerade zwei Videos hochgeladen, einmal auf dem zweiten Kanal und einmal auf dem Hauptkanal. Die Mara sagt, alles gut, gerade leicht sunny vibes bei mir am Start. So muss das. Echt? Ja. Ich habe jetzt hier seit Tagen schon kein, kein Licht mehr gesehen, keine Sonne mehr richtig gesehen. Durchgehend grau, Regen, auch ein bisschen kälter. Heute ist wieder ein bisschen wärmer geworden zum Glück. Aber ansonsten leider. Dreckswetter seit ein paar Tagen wieder. Davor war es so schön, ne? Davor war echt so eine Woche lang oder nicht eine ganze Woche, aber so fünf, sechs Tage, glaube ich. Vier Tage, sagen wir so. Schönes Wetter. Man hat sich schon dran gewöhnt und dann auf einmal kommt diese Kälte wieder auf einmal. Also wirklich mit Schnee und so. Ich stehe auf und ich <laughs> Auf einmal liegt Schnee einfach draußen. Ich stehe auf und da liegt einfach Schnee. Obwohl ich eine Woche vorher noch auf dem Hof saß, so. Auf dem Stuhl so und hab mir einfach so, also oberkörperfrei und hab mich einfach gesund. I don't know, man. So, Sultan sagt: Nix, Bro, wie immer Security, Bro. Eine Frage: Kannst du MacBook Air empfehlen? Ich habe keine Erfahrung bei MacBook Air. Ich habe mir das erste Mal vor zwei Jahren ein MacBook Pro gekauft und ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Allgemein mit Apple, iPhone und das MacBook. Und ein Mac Mini habe ich auch. Ähm, ich bin ein, ein ein richtiger Apple Freak geworden. Vorher war ich eigentlich mehr so auf Windows und Samsung unterwegs, Android was Handys angeht und äh, wie gesagt Windows was PC angeht. Aber seitdem ich mir einmal ein MacBook geholt habe und ein iPhone, bin ich halt äh, auf jeden Fall darauf hängen geblieben. <laughs> was machst du denn für ein Security Sultan? Wo bist du Security? Äh, Jaren sagt, dein Content macht die Tage echt leichter. Fühle mich sehr connected zu dem, was du tust und sagst. Feier ich, fühle ich, prägt mich auch ein bisschen. <laughs> Süß, geil. Das freut mich echt zu hören, ne? Geht mein Herz auf. Da geht mein Herz auf. Danke für die schönen, lieben Worte. Jaren sagt, ab nach Mexiko mit dir. Haut's? Mir aus Deutschland wegschicken wollen? Na Mann, willst du mich hier nicht mehr oder was? <laughs> ich küsse dein Herz. Ich gehe schon, wenn ich gehe. Keine Sorge. Ha, nee, nee, strahlst dort mehr. Ja, denn ja, ich weiß. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Kannst du bitte aufhören, mich daran zu erinnern? Äh, hast du Onlyfans? Sollte ich mal machen, Alter, wenn ich wieder wenn ich, Wenn ich, wenn ich unbedingt Geld verdienen muss gerade. Nee, also ja. Ich habe mir damals einen Onlyfans-Account gemacht, äh, wo ich in Mexiko drüben war. So ein bisschen gucken halt, ne? Weißt du, was ich meine? Gucken, was so geht, so. War neue App, hab mir, also ich wurde neu damit konfrontiert, hab mir das so reingezogen, geguckt, was so geht, dies, das und äh, ja, hab da ein, zwei Sachen auch gepostet, aber jetzt nicht persönlich von mir, auch nicht freizügig von mir und so. Und dann habe ich aber auch nach einer kurzen Zeit auch wieder irgendwie, hat es mich davon weggetrieben. Es war nicht mein, mein Thema. So, ich bald meinen also meine Sexualität und diese ganzen Geschichten. Jetzt mittlerweile bin ich ja sogar so weit, dass ich keine Pornos mehr gucke, mich nicht mehr selbstbefriedige und so. Also komplett gegenteilige Richtung eigentlich. Ich gucke halt, dass ich... Äh also ich finde halt irgendwie meine eigene Sexualität. Ich kann gerne darüber reden. Ich beantworte auch Fragen und ich glaube, es ist auch wichtig darüber zu reden, weil es nicht viele Leute gibt, die offen und ehrlich über Sexualität und sowas reden, auf jeden Fall. Aber ausleben und zeigen werde ich sie nicht. Und ich glaube, es gibt irgendwo immer noch eine Grenze, was man mit der Öffentlichkeit teilt und was nicht. Ich finde meine eigene Sexualität ausleben. Also eigen, also Sexualität ausleben, würde ich sagen, so die meisten Menschen sollten das auf jeden Fall im Privaten tun. Egal, ob du Person des öffentlichen Lebens bist oder nicht, Influencer bist oder nicht, oder YouTuber oder Sänger oder was oder nicht, Digga. Ich finde, ich will das gar nicht sehen von anderen und ich glaube, weiß ich nicht, Digga. Von mir wollen das andere auch nicht sehen. <laughs> so. General 0810 sagt, Bruder, Bruder, der amerikanische Brother sagt. Bruder, was geht? Alles gut bei dir? Bin wieder back aus Jamaika. Katastrophe. Wünsche dir nur das Beste. Will demnächst mal nach Tulum. Hoffe, man sieht sich. Bleib stabil, Brudi. General, wir sehen uns auf jeden Fall dann drüben. Sultan fragt noch, ähm, Leon, was ist eigentlich mit dem Koyoten? Also der Youtuber damals, Habt den voll gemocht. Der Emir, Emir Chehaj, der ist Vater geworden, letztens habe ich gehört. Und ähm nee, nicht letztens, schon länger, glaube ich. Ich bin in Kontakt mit einem seiner besten Freunde von damals, ich weiß nicht, die sind immer noch befreundet, ob die Best Friends sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall noch im Kontakt äh, mit ihm und der berichtet mir ab und zu. Ja, Emir, der ist, hat Frau, Kind und so. Macht Musik, glaube ich, soweit ich weiß. Macht auch Musik und ich weiß gar nicht, ob er noch YouTube macht. Kann ich dir nicht sagen, muss mal ab muss mal abchecken. E Amti Amti, was geht ab, man? Leon, mach genau das, was du fühlst. Wir dunklen Menschen brauchen die Sonne mehr als helle Menschen. Much love, ich kiss deine Hands, man. Sunny Vibes, bro. Äh, Ferreira Ocampos fragt, antwortest du auf alle Fragen Sexualität? Ich bin relativ offen, ja. Ich behalte mir natürlich selber vor, ob ich antworte oder nicht, aber ich bin eigentlich habe keine Hemmungen, was das angeht. Ich bin generell ein sehr offenes Buch. Ich habe auch keine Hemmungen so wirklich zu teilen, wer ich bin, weißt du, mit allen Stärken und Schwächen. Ja, denn sagt, hab im Sommer auch vorüber zu fliegen nach Kolumbien wäre bestimmt auch was für dich oder kommt nur Mexiko in Frage? Auf gar keinen Fall nur Mexiko. Ich bin sehr, 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 sehr weltoffen geworden und hab auch Lust, auf jeden Fall mir noch mehr Dinge äh, reinzuziehen. Mein Ding, warum Tulum, ist halt einfach, weil ich da jetzt schon lange Zeit war die Connections da halt aufgebaut habe und so und halt auch so ähm, ein Scooter hab. ich habe meine Boxen ich habe ein Mike stativ ich habe äh, ich habe einfach Dinge da auch vor Ort kaffeemaschine Kleinigkeiten auch Mixer diese ganzen Sachen weißt, also ich meine ich habe quasi einen ganzen Haushalt und ein ganzes Leben vor Ort was es mir natürlich halt einfacher macht erstmal nach Mexiko zu gehen, weißt wie ich meine? Ich glaube für mich Mexiko ist eine Art Trampolin für mich, weißt du? So? In diese Welt, in die richtige Welt. <laughs> Nein, in meine Welt, weißt du was ich meine so? Raus aus Europa Welt so. Ich bin glaube ich ich, ich ich bin dafür gemacht, glaube ich. Deswegen werde ich diesen Weg ähm, auch weitergehen, so. Ich habe einen kleinen Step zurück gemacht, nicht zurück, ich habe einen kleinen Step wie soll ich sagen? In eine andere Richtung wieder gemacht, aus Gründen, die auch wichtig waren. Und jetzt muss ich den, muss ich den Weg äh, weiterverfolgen wieder. Ich spüre, dass das für mich der richtige ist. Was hast du denn für ein Sweatshirt an? Bruder, ich hab gerade eben. Äh, ich bin gerade dran, mit Leuten zu quatschen bezüglich Merch halt, weißt du? und da habe ich mir jetzt mal so ein paar Muster zuschicken lassen einfach die haben jetzt einfach erstmal nur bionic drauf gedruckt einfach aber mir geht's eigentlich mehr so um um den fit und um diese ganzen Geschichten und ich finde diesen Sweater eigentlich richtig nice den will ich auf jeden Fall bringen ich will auf jeden Fall wieder merch anbieten für alle Leute die Bock haben von mir Klamotten zu tragen und auch Bock haben mich zu supporten und deswegen bin ich da gerade dran ich muss nur noch ich habe vorhin einen Aufruf gemacht auch bezüglich Designern Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch äh, einfach Lust, mir da zu helfen oder mir einen Tipp zu geben bezüglich, wie man die Sachen gestaltet, weißt du? Ich finde den Sweater vom Fit eigentlich richtig nice. Da gab es noch einen Tanktop und zwei, zwei T-Shirts, die ich nice fand vom Fit. Und ich habe auch so eine Tasse noch, so eine Glastasse fand ich eigentlich auch geil, weil ich immer Tee trinke. So, zum Zeigen einfach mal. Und die finde ich eigentlich auch nice. Deswegen, da will ich halt jetzt coole Sachen draufdrucken, ne? nice Designs irgendwie. Hatte schon, letztes Mal haben wir ja auch schon drüber geredet. Vielleicht Bionic nur klein hier, so ganz, ganz little und hinten drauf zum Beispiel vielleicht das Logo oder so. Ja, keine Ahnung, vielleicht auch einen anderen, einen, einen, anderen Spruch mal oder irgendwas, weißt du, wie ich meine? So, Sultan sagt, Leon Bruder, eine Frage: Hast du bei den Street Videos damals paar Nummern geklärt? Ja, ja. Also, hat man ja gesehen, ich habe ja Formate gemacht, Frauen ansprechen mit so und so. Und da ging es ja darum. <laughs> also, da habe ich es auch vor der Kamera gemacht. Aber ich muss ganz klar dazu sagen, dass ich mich mit wenigen bis gar keinen Mädels, die in meinen Videos Teil von meinen Videos waren, getroffen habe. So. Einfach weil ich das trennen wollte. Weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, das kann dann auch nach hinten losgehen, weißt du so. Die, die, also die, die in meinen Videos waren, da gibt es echt so zwei oder drei, mit denen ich mich nochmal getroffen habe. Wo es auch sogar, meine Ex ist in einem von meiner Videos drin, was ich dann ihr zuliebe offline nehmen sollte. So. Ähm, dann noch jemand, mit dem ich auch äh, fast zusammen war. Also. Weißt du so, das sind dann Sachen, die passiert sind, aber ich habe zum Beispiel nicht einfach so irgendwelche One-Night-Stands oder irgendwas gehabt mit Mädels, die in meinen Videos waren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das kann auch nach hinten losgehen, scheiß drauf, es gibt genug Material, <laughs> um das jetzt nicht diskriminierend zu sagen an der Stelle, aber es gibt genug Frauen auf dieser Welt. Ich muss nicht die nehmen, die in meinen Videos sind, weil dann irgendwas was mit, weiß ich nicht, da kann immer irgendwas sein. So, ne? Marco... Merchandise sagt, ich hab vom 10.05. bis 25.5. Urlaub. Lass nach Mexiko. Ich zahle dir auch den Flug. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für das Angebot, aber ähm wäre mir unangenehm. Ich mache das schon selber, aber kann sein, dass ich zu dem Zeitpunkt auch drüben bin. Ich habe in dem Zeitpunkt, in dem Zeitraum auch Geburtstag. Also ich schicke auf jeden Fall ein Message mal auf Instagram, dann gucken wir mal. Bro, da war eine damals. Du hast mies mit der sympathisiert. Das war damals vor einem Einkaufscenter, Erinnerst du dich, wo alle in den Kommentaren sagten, ihr weibt Wow, Bro. Pf, weißt du, wie viel? Weißt du, wie viel ich? Ähm <laughs> äh, ich habe so viele Videos gemacht und so viele Leute kennengelernt, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Und ich habe auch mit vielen Menschen gewiped, auf jeden Fall in den Videos. Digga, <laughs> Marco, mach nicht diese. Wie aus, mach nicht diese Merchandise mit. <laughs> Sorry, Bro. <lacht> <Bruder>. <lacht> Scheiße, Alter. Oh, fuck, ey. Mann, Alter. Der Lenny Oritz 1 sagt aber die von Highest im Club doch, oder? Also ich muss sagen, in Mexiko war das ein bisschen anders. Also in Mexiko habe ich schon mich mit den Mädels, die in den Videos waren, waren ja nicht so viele, aber mit denen habe ich mich da auch schon getroffen. so ja, aber mit wem ich was hatte oder nicht, das ist auch nicht... Weißt du, wie ich meine, so, warum soll ich das... Muss ich ja jetzt auch nicht hier nach außen tragen, weißt du? Ama, Amaro sagt, würdest du mal versuchen, einen Tag islammäßig zu fasten? Habe ich schon gemacht, letztes Jahr, drei, vier Tage. Vielleicht mache ich das dieses Jahr auch, mal gucken. Robo G sagt, du müsstest mal ein Zuschauer-Event machen, wo man chillen kann. Ein bisschen unterhalten. Ein bisschen unterhalten, dies, das. Wäre wild. Ja, müsste man mal wieder machen, ne? Ist schon lange her. Shizzle 90 what's going on here man what's get up as klar